ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist das heute mal ein Video, das ich so noch nicht gedreht habe. Einige von euch haben sich aber gewünscht, dass ich mal Post oder Pakete, die ich bekommen habe, für euch zeige. Und da habe ich mir gedacht, mache ich das doch einfach mal. Beginnen möchte ich mit einem der süßesten Pakete, die ich bis jetzt bekommen habe, und zwar von der lieben Sarah. Und sie hat auch in dem Brief, den sie mir da zugelegt hat, geschrieben, dass ich den gern vorlesen kann. Und da habe ich mir gedacht, ich lese ihn einfach vor und zeige euch dann parallel, was in dem süßen Päckchen alles mit dabei war. Liebe Isabel, ich habe dir anbei in das Paket ein paar Sachen reingegeben, zu denen ich gerne noch kurz etwas sagen möchte. Das Knotenhalfter habe ich selbst geknotet, ich hoffe, es passt dem Espresso. Aus deinen Videos konnte man ja raushören, dass du ein absoluter Fan von der Farbe Blau bist. Und deshalb ist das Knotenhalfter auch farblich passend. Du kannst es für alles möglich verwenden, Bodenarbeit beim Laufen lassen und vieles mehr. Dann habe ich natürlich auch etwas für dich, deine Mama, dazugegeben. Es sind zwei Taschen, eine für dich und eine für deine Mama. Ihr könnt sie für alles Mögliche verwenden, Turniere, Karotten, Äpfel und so weiter. Hoffe, sie gefallen euch beiden. Für die anderen vier Beine in eurem Haushalt habe ich auch eine kleine Überraschung eingepackt. Die darf man ja nicht vergessen. Ich würde mich über ein Spinnvideo freuen, wäre auch cool zu erfahren, was du für eine Trense oder einen Sattel hast. Außerdem wäre es unheimlich interessant, ein Video über eine Woche von dir und Espresso zu sehen, was ihr so für ein Programm habt und was ihr so macht. Deine Videos sind einfach jedes Mal so lustig und einfach nur spannend anzusehen. Ich hoffe, du führst noch ganz lange deine Videos fort. Hoffe, die Sachen gefallen dir, Espresso, deiner Mama, deinen Hunden und ihr habt viel Freude damit. Vielleicht kommst du ja mal nach Österreich oder ich sehe dich nächstes Jahr auf der Equitana. Wäre cool, dich mal live zu sehen. Und dann hat sie noch geschrieben, dass ich die Nachricht gerne in meinem Video vorlesen kann. Also, das habe ich ja jetzt getan. Vielen, 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 vielen Dank, Sarah, erstmal für diesen süßen Brief und natürlich auch die süßen Sachen. Es hat mich wirklich total gefreut, das Paket aufzumachen. Einfach mega süß. Auch gerade die Einkaufstaschen, die nehmen wir jetzt zum Einkaufen. Ich habe die jetzt nochmal geholt für das Video. Und ja, vielen, vielen Dank dafür, das ist wirklich so süß. Auf der Equitana werde ich auf jeden Fall sein, Samstag, Sonntag. Also wenn du da bist, würde es mich auf jeden Fall freuen, dich zu sehen. Und vielleicht bin ich auch demnächst mal wieder in Österreich, weil ich Familie in Österreich habe und immer mal öfters in Österreich bin. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihr mir solche Geschenke macht. Das müsst ihr natürlich auch nicht. Aber ich freue mich natürlich immer sehr über Briefe und Post von euch, wenn mich was erreicht. Als nächstes möchte ich euch gerne ein Bild zeigen von der lieben Chrissy. Die hat den Espresso gemalt und hat mir schon mal das Bild geschickt. Ich glaube bei Instagram damals oder bei Facebook. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat sie es mir jetzt auch nochmal per Post zugeschickt. Und hat mir in ihrem Brief dazu geschrieben, dass sie das Bild Be Free genannt hat, weil der Espresso ja auch manchmal ein bisschen wild ist. Und das ist das Bild. Das ist es. Richtig süß. Also ich will das nicht hinbekommen. Überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht malen. Das ist auf jeden Fall sehr süß geworden. Danke, danke, Chrissy. Richtig süß, was ich euch für eine Mühe gebe. Ich glaube, das war einer der ersten Briefe, die ich bekommen habe und deshalb habe ich mich darüber natürlich auch besonders gefreut. Und zwar war das ein Brief von der lieben Marie und sie hat mir hier ganz viele Seiten geschrieben mit so tollen Komplimenten und Dingen zum Espresso und auch über sich selbst und das hat mir einfach so Spaß gemacht, mir das alles durchzulesen und dann hat sie auch noch ein Bild hinzugefügt von uns sozusagen. Und auch noch dabei war so ein richtig süßes Armband. Ein selbstgemachtes. Fällt wohl auf, dass ich die Farbe Blau mag, oder? Oder es war Zufall, dass es nur blau geworden ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, weil ich gesagt habe, dass ich so gerne blau mag. Ja. Vielen Dank auch dafür. Ich glaube, das ist so diese Armbänder. Die sind im Moment ziemlich in, so wie bei mir früher diese, wie hießen die? Scooby-Doo-Bänder, die man so geknotet, geflochten hat, wo man alles mögliche mitmachen konnte. Das habe ich früher immer gemacht. Und ich glaube, heute sind die Dinger, diese Armbänder. Ich weiß gar nicht genau, wie man die nennt, aber diese Armbänder aus diesen kleinen Gummis. Danke auf jeden Fall. Ich habe noch so ein Armband bekommen. Das ist mit so weißen Gummis, aber ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist. Tut mir leid, ich habe es aus dem Umschlag raus angezogen, die Umschläge, die ich, die ganzen Briefe, die ich bekommen habe, an dem Tag dann zusammengetan und dann wusste ich nicht mal, aus welchem Umschlag ich es rausgetan habe. Aber wenn du das jetzt siehst, danke, auf jeden Fall auch sehr süß. Und es gefällt mir auch, wenn es nicht blau ist.
ich weiß ja nicht, ob euch das interessieren würde, wenn ich auch die ganzen anderen Briefe oder so, die ich bekommen habe, ein bisschen vorlese oder vorstelle oder irgendwie sage, was die Leute geschrieben haben. Das möchte ja auch vielleicht nicht jeder. Wenn ja, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, da werde ich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drüber reden. Alle anderen haben sich ja auch ganz viel Mühe gegeben. Zum Beispiel auch total süß war dieser Umschlag. Da hat einfach von außen schon jemand den Espresso drauf gemalt und auch hinten drauf ganz süß den Umschlag verziert. Also das ist einfach so süß, was ihr euch für eine Mühe gebt. Ich freue mich natürlich immer auf eure ganzen Briefe und so zu antworten und habe auch, soweit ich weiß, auf alle Briefe geantwortet und euch auch Autogramme zurückgeschickt, wie wenn ihr euch das gewünscht habt. Solltet ihr mir auch mal irgendwie etwas schicken wollen, dann könnt ihr das gerne tun. Ich blende euch die Adresse einfach mal kurz hier irgendwo ein und schreibt sie euch auch nochmal in die Infobox. Wenn ihr wollt, dass ich euch zurückschreibe, wäre es natürlich lieb, wenn ihr mir einen Rückumschlag mit Briefmarke mitsendet, weil ich habe nicht immer 5000 Briefumschläge zu Hause und so. Und es ist dann auch einfach einfacher für mich, wenn ich wirklich nicht so viel Zeit habe, dann einfach relativ schnell zu antworten, das einzupacken und wegzuschicken. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht langweilig findet, wenn ich das alles so vorstelle. Deshalb habe ich daraus jetzt erstmal nur ein kurzes Video gemacht mit ein paar Sachen. Wenn ihr davon mehr sehen wollt oder euch das interessiert, kann ich da gerne noch weitere Videos drehen. Und ja, auch die, die ich jetzt nicht gezeigt habe, für die möchte ich mich natürlich auch bedanken, weil die haben mir auch echt alle gut gefallen. Mir macht es so viel Spaß, immer dann mir das alles anzuschauen, was ihr mir geschickt habt und so. Ich wackel heute ganz schön viel mit meinen Armen, merke ich irgendwie. Ja, also das war es jetzt erstmal mit dem kurzen kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr solche Videos oder ähnliche Videos sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Tschüss!